wie ihr gerade sehen konntet in den Aufnahmen, haben wir noch mal ein bisschen Optimierung bei unserem Teststand betrieben. Das heißt, zum einen haben wir einen Manometer neu gekauft und montiert, dass das nicht die ganze Zeit uns wegkippt und wir da den Druck im Triebwerk ablesen können während des Testlaufs. Und zum anderen haben wir einen zweiten Gasbrenner gekauft. Da mussten wir noch einen kleinen Messingadapter drehen, dass wir da auch normale Silikonschläuche anschließen können. Das haben wir gemacht. Da es ein bisschen schwierig war, bei den letzten Testläufen immer die richtige Gasmenge oder den Gasvolumenstrom einzustellen. Wir haben das ja immer nur mit der einen Kartusche gemacht. Und entweder, wenn man die halt normal richtig rumstehen hat, kommt ja quasi immer nur gasförmiges Gas raus. Wenn man die dann umdreht, dann kommt natürlich Flüssiggas raus und das ist dann eine deutlich höhere Gasmenge. Das ist aber ein bisschen schwierig zu regulieren. Das können wir umgehen, indem wir einfach zwei Kartuschen haben. Das heißt, wir haben eine Kartusche, die ganze Zeit eine geringere Menge ausstößt, eben aus der Gasphase. Und die andere Kartusche steht eben auf dem Kopf, ist dann aber noch zugedreht. Und wenn das Triebwerk dann eine gewisse Drehzahl erreicht hat, kann man dann eben hier sensibel aufdrehen und dann eben die Flüssiggasmenge besser regulieren. Eine weitere Neuerung ist, dass wir hier vorne beim Triebwerk die Abdeckung vom Verdichter aus Aluminium haben fertigen lassen. Die alte war ja 3D gedruckt aus einem Polymer und über die mehreren Testversuche und auch die Temperaturbelastung haben sich dabei eben Risse gebildet. Und ich denke, mit der Abdeckung aus Aluminium sollten wir jetzt hier auf alle Fälle wahrscheinlich auch eine genauere haben, aber auch eben eine Abdeckung oder ein Gehäuseteil, was eben den Belastungen standhält. Mit den Änderungen, die wir am Teststand und am Triebwerk vorgenommen haben, werden wir jetzt das Triebwerk in den nächsten Tagen auch nochmal sehr kurzfristig testen. Das Video wird dann natürlich auch hier hochgeladen und das könnt ihr dann bald sehen.